herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, ich habe heute zum ersten Mal eine kleine Liste, weil es ist so viel in meinem Kopf, so viele Bilder. Wow, hier hat alles begonnen, es ist so abgefahren. Und dann hatten wir heute schon nette Gespräche mit dem Verfassungsschutz, LKA-Beamten, der nach wie vor immer noch nicht so ganz einsieht, meiner Meinung nach, sage ich dazu, dass es hier rechtswidrige Maßnahmen gegen uns durchgeführt worden sind. Aber gut, ist es halt, wie es ist. Ja, für alle, die mich nicht kennen sollten, stelle ich mich trotzdem nochmal vor. Ich bin Dolly von Mensch-zu-Mensch-Aktion. Bin damals, habe seitdem an Großdemos mit organisiert, mit Captain zusammen und mit allen anderen bundesweit. Ja, dann aus aktuellen Anlass, weshalb ich heute auch echt so ein bisschen aufgeregt bin. Ich habe heute Morgen noch vor der Demo eine richtig hervorragende Sendung gesehen von Auf 1 mit Henrik Sohnkamp. Da haben die beide nochmal aufgearbeitet, wie waren das nochmal vor 3 Jahren. Und die haben das so krass gemacht, dass das wirklich alles wieder hier in meinem Kopf drin ist. Und wow, also die empfehle ich euch wirklich, guckt euch die mal an und macht euch selbst nochmal einen Rückblick, was so abging. Ist echt krass. So. Ja, kurz zu mir, was ich gerade mache, weil viele gefragt haben, ja Dolly, was ist denn los, wo bist du denn und so. Ich bin immer noch da, ich arbeite bloß weiter aus dem Office, ich mache die Vernetzung, sorge dafür, dass wir Überblick haben bundesweit und ja, mache den Demokalender, ich unterstütze die Zeitung nach wie vor und da gibt es halt eine Menge zu tun und ich denke, ihr alle wisst, 3 Jahre leisten wir alle nonstop 24/7 Arbeit. Und irgendwann muss man halt sich das besser einteilen, sonst geht man zugrunde. Ja, ja. Wow, also ich bin heute hier zum ersten Mal aufgeregt. Also erstmal welch eine Ehre, hier sein zu dürfen. Lieber Ansin, lieber Hendrik, Dankeschön. Und auch Captain neben mir zu haben, der größte Held in meinen Augen. Wird man schon mal nervös, ne? Das ist so, wie wenn man auf seinen Popstar trifft, den man so total feiert sein Leben lang und dann, wow, steht der vor einem, ne? So vom Feeling ist es so. Ja, ziehen wir mal eine Bilanz. 3 Jahre Demokratiebewegung. Was haben wir erreicht? Wir haben den Impfzwang abgewehrt. Wir haben bundesweite, weltweite Demonstrationen durchgeführt und gehen auch hier und heute und immer noch weiter auf die Straße. Der Demokalender wird immer größer und größer. Ja, also ja, das ist auf jeden Fall der Oberhammer. Dann haben wir es geschafft, dass die Maßnahmen endlich aufgehoben worden sind. Was wir aber nicht geschafft haben, ist, dass diese ganzen Verbrecher dieses Covid-Regimes endlich dort sind, wo sie hingehören. Alle ins Gefängnis mit fairen Verfahren, Rehabilitationsmaßnahmen und das so wie bereits in Spanien. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht, aber in Spanien wurden noch bereits alle Verfahren aufgehoben. War es in Spanien? In irgendeinem Land, helft mir mal. Da wurden die Verfahren, die rechtswidrig wegen den Corona-Maßnahmen durchgeführt worden sind, den Bürgern auch zurückgezahlt und rückgängig gemacht. Bayern! Wo war das? Bayern! Wo? In Österreich. Okay, gut. Also das machen wir jetzt mal in Klammern. Aber Tatsache ist, genau das müssen wir hier in Deutschland auch schaffen. Und deswegen müssen wir unbedingt weitermachen bis zum umfassenden Sieg. Bis alles, und zwar ganz genau alles, rückgängig gemacht wurde. Und unser aller Leben, was 3 Jahre in unserer Freiheit beschränkt wurde. Wir wurden diffamiert, wir wurden verfolgt politisch, wir wurden in unserer Freiheit beraubt, wir wurden zu Hause besucht und... Also auch diese Antifa-Schwurbelte, Antifa, sag mal, schämt ihr euch nicht, dass ihr noch die Frechheit besitzt, hierher zu kommen und gegen uns zu protestieren? Ihr dürft uns endlich mal bei uns herkommen und entschuldigen. Ja, richtig gehört, entschuldigt euch. Und auf Twitter, jeden Post, den ihr da gemacht habt, könnt ihr endlich richtig stellen. Wir sind keine Nazis und waren es auch nie. Wir sind keine Spinner. Wir haben mit allem Recht behalten. Also habt verdammt doch mal die Eier, die ihr zu Ostern endlich suchen könnt. Und steht endlich dazu. Ihr habt falsch gelegen, nicht wir. Ja, ihr merkt, es macht mich echt verdammt sauer. Also ich lese mir das gar nicht durch, ja, aber mir wird immer mal wieder geschickt, hier Dolly,
Twitter postest, dies, das. Und dann gestern hat die Frau Spur mit der Aktion, macht eine Gegendemo. Sag mal, haben die das noch alle? Also, na ehrlich, gegen was denn? Dafür, dass wir Recht behalten haben? Lächerlich. Also, ich finde es nicht lustig. So, weiter mit der Bilanz. Was hatten wir? Was hat sich vor allem erhalten? Wir hatten einen Corona-Untersuchungsausschuss. Ja, Herr Filme, ich konnte ich irgendwie von Anfang an nicht leiden. Ich hatte irgendwie im Gefühl, ja, was ist draus geworden? Gibt's nicht mehr. Gut, Viane versucht es dann noch, ich will sie jetzt nicht verurteilen. Aber Corona-Ausschuss versprach uns viel und ich habe mit meinen rechtlichen Verfahren keine Hilfe von denen bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber leider nicht funktioniert. Dann gab es zahlreiche Institutionen, die, ja, Klagepaten etc. Wendet euch an uns, wenn ihr denn Verfahren habt. Leider nicht funktioniert. Kommen wir aber zu dem, was funktioniert und was nach 3 Jahren immer noch da ist. Das wäre zum einen der demokratische Widerstand. Und an der Stelle mal einen fetten Applaus an die Jungs und Mädels, die da in der Redaktion seit 3 Jahren, das ist eine Wochenzeitung, Woche für Woche sitzen und das Ganze auf Papier bringen. Und an der Stelle sei auch mal gesagt, dass die nicht wie andere waren, die abgecasht haben und gesagt haben, jo, hier, spendet und wir machen nichts. Die haben jeden einzelnen Cent hier reingesteckt und immer wieder drum gekämpft, dass die Zeitung gedruckt werden kann, weil es sind also erhebliche Kosten, die jedes Mal entstehen. Aber deswegen bin ich so stolz darauf und das unterstütze ich weiterhin, weil das ist echt krass, dass sie es durchgezogen haben und auch immer noch hier machen. Ich hätte es nicht gekonnt, bin ich ehrlich, weil es einfach zu viel ist, Woche für Woche. Und deswegen einen fetten Applaus an den demokratischen Widerstand, alle, die dazugehören. Weiter zu dem, was funktioniert, weil Probleme sind ja dazu da, um auch gelöst zu werden. Neben mir steht der Captain Future, der immer noch, ja, unermüdlich, ich weiß nicht, woher du die Power hast, Hut ab, meinen fetten Respekt, ich meine, ich glaube, er war mit der meiste politisch Verfolgte hier in Berlin, ja, ich hätte mich einschüchtern lassen, bin ich ehrlich, eher nicht, deswegen auch einen Riesenapplaus an Captain, der wirklich sich von nichts und niemand abschrecken lassen hat. Und zu guter Letzt, also ich habe auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich mir denke, wir haben alles gesagt und mir war es jetzt nochmal wichtig, dass wir mal festhalten, was haben wir geschafft. Und ich sage euch meins, jeder Einzelne kann verdammt stolz auf euch sein. Ihr habt so einen krassen Rückgrat bewiesen, Nerven behalten, währenddessen ihr gedrängt wurdet, euch impfen zu lassen, um euren Job behalten zu dürfen, habt ihr Widerstand geleistet und deswegen seid stolz und verkündet die frohe Botschaft. Ich war dabei im Widerstand. Ja, und jetzt zu guter Letzt erzähle ich nur noch mal kurz, wie ich auf den Demos kam. Das gehört ja auch zu den Rückblick dazu. Ich bin ehrlich, ich hatte es auch schon Ken vorhin gebeichtet, ich habe tatsächlich 2 Sendungen von ihnen abgewartet und dachte anfänglich, ist es ein Verrückter oder... Und Kuppe hat mir sein Video geschickt, hier, guckt es mal. Ich dachte, er ist irre oder so, keine Ahnung. Dann hat er das Video mit den Clown gemacht und dachte ich, ah, ich verstanden, das ist ein Sarkasmus. Und dachte, so krass. Und er hat immer den Zettel hochgehalten, 15 Uhr Rosa-Luxemburg-Platz. Und dann die Presse, die er sagte, auf den Rosa-Luxemburg-Platz, da sind die Aluhutträger und Nazis und Rechtsradikalen. Ja, was machst du denn da als Frau? Die Ausländerin ist, bin Kroatien geboren. Da dachte ich so, fuck, was ist, wenn die mir aufs Maul hauen? Also rief ich meinen Kumpel an und sagte, du, wir müssen auf die Demo, Widerstand, ja? Und ich habe aber Angst, nicht, dass mir da jemand aufs Maul haut, ne? Sicher, sicher. So. Und dann komme ich da an und alles ganz friedliche Menschen. Währenddessen da Menschen einfach ein Grundgesetz nur hochgehalten haben, brutal verhaftet wurden, geschlagen auf den Boden und sonst dergleichen, haben aber alle mutigen Demokraten in diesem Lande gezeigt, wir nicht.
Wir gehen auf die Straße. Und es ist scheißegal, wie oft die uns verhaften. Wir bleiben hier. Dann war es so, dass eines Tages sah ich Captain Future am Springbrunnen vom Alexanderplatz hier, der unmittelbar in der Nähe ist. Und ich dachte so, geil, was machen die denn da? Die tanzen da einfach. Ne? Ich sehe ihn heute noch mit dem Schild, stand so Frühlingsparade und Technomucke und so. Ich denke so, geil. Alle Clubs waren zu, war tiefster Lockdown, müsst ihr euch mal vorstellen. Ja? Tiefster Lockdown und die tanzen da, ganz cool, ja, als wäre nichts, hatten alle ein Lächeln drauf. Und dann wusste ich nicht genau, manche hatten ja eine Maske auf, ob die jetzt von der Antifa sind oder so. Da dachte ich so, okay, beobachtest du mal. Dann sah ich ihn das nächste Mal beim Mauerpark. Und dann dachte ich, nee, den quatschst du jetzt mal an. Und meinte ich so, ey, was machst du hier im Mauerpark? Du musst raus auf die Straße und Frühlingsparade, lass mal einen Umzug machen. Ja, und dann haben wir begonnen. Ne? Und ich will sagen, also diesem Mann können wir schon verdanken, dass ich überhaupt heute hier stehe. Weil ich war früher genau das Gegenteil von jetzt. Ich war immer eher so ein bisschen schüchtern und habe mir fünfmal überlegt, mache ich das jetzt oder nicht. Und jetzt ist immer nur alles oder nichts. Let's go! Wir müssen Widerstand leisten, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir werden weitermachen bis zum umfassenden Sieg. Und zum Schluss liegt es mir noch am Herzen, weil wir mit Social Distancing so isoliert wurden und sonst immer auf den Demos, haltet den Abstand, Maske auf. Jetzt brauchen wir die Scheiße endlich nicht mehr, nachdem Lauterbach sagt, das ist Unsinn, ja, aber die Justizbeamten das hier immer noch nicht einsehen. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal alle in den Arm. Die Umarmung steht für Zusammenhalt, für Widerstand, für dass wir uns nicht unterkriegen lassen und dass wir füreinander da sind und als Menschheitsfamilie bis zum umfassenden Sieg weitermachen. Nehmt euch alle in den Arm und das war's von mir.